Grüße und willkommen zurück bei Enderal. Hier gab es ja keinen Eingang, das heißt, wir begeben uns jetzt in Richtung Kopfgeldjagd. Das wollten wir nämlich tun. Tun, tan, täte. Haben wir noch irgendwas, was vielleicht einen Stern hat, was man noch... Nee, ne? Alle zwei Sterne. Wir könnten... Wo war denn der? Wo war der denn? Dort ganz weit hinten. Das heißt, hier müssten wir sowieso nach Flussheim oder irgendwie die Nähe reisen. Das wiederum bedeutet, dass wir eigentlich gleich nach Ark können, dort den Würgler töten, von Ark nach Flussheim reisen, unser Kopfgeld holen. Also den Magier. Und dann von Flussheim aus marschieren wir zu den beiden Novizen. Klingt doch nach einem Plan. Ja, ich habe mich belesen zum Geisterlauf. Ich bin nicht der Einzige, der dieses Problem hat. Das ist bekannt, dass der Geisterlauf ein bisschen rumbackt und dann eher wenig Freude bereitet. Aber wir werden schon irgendwie damit zurechtkommen. Mal gucken. Vielleicht kriegen wir noch ein paar schöne Sachen damit hin. Vielleicht wird auch irgendwann der Bug gefixt. Weil eigentlich dürfte man mich nicht bemerken, wenn ich Geisterlauf einsetze. So könnte ich zum Beispiel jemanden am Anfang schlagen, mich mit Geisterlauf wegteleportieren. Wen haben wir denn da? Und dann mit Blitzpulver abhauen und dann könnte ich ganz viele töten, ohne bemerkt zu werden. Das ist doch ein Wildmagier, oder? War ja klar. Findet man auch überall. Ich habe heute auch Nachricht bekommen von der guten Stephanie. Von Steff Z. Hörspiele, wenn ich mich nicht irre, heißt der Kanal. Die diese schönen DSA-Hörspiele machen. Wer es noch nicht kennt, gerne mal angucken. Die Krialskaya-Kampagne zum Beispiel. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Krialskaya. Komische Bezeichnungen. Kann ich alles nicht aussprechen. Und da werde ich auch eine... Naja, keine kleine Rolle übernehmen, aber eine Rolle übernehmen. Ich bin auch gespannt, wie das dann alles laufen wird. Und heute hat sie mir mal geschickt, wie das erst einmal klingen soll. Die Textstellen, die ich da habe. Und dazu zählt auch ein Gedicht. Und dann fing sie an mit Hexameter und was weiß ich. Und ich saß da und dachte mir, oh Gott, Lyrik. Mensch, mein Lieblingsthema. War ja immer eher der Geschichtenfreund. Auch bei Gedichten vortragen oder so habe ich nie auf Versmaß oder Metrik oder so geachtet. Ich habe einfach nach Gefühl gelesen. Und jetzt kommt da so ein Hexameter mit einem komischen Rhythmus. Da bin ich gespannt, wie ich das hinbekomme, aber es wird schon irgendwie. Und ist doch ein interessanter Charakter. Mal gucken, vielleicht erkennt ihr mich dann auch wieder. Würde mich ja wundern, wenn nicht. Ich werde auch nicht allzu sehr meine Stimme verstellen müssen, hat man schon gesagt. Jetzt hätte ich Idiot eigentlich eine Wegmarke benutzen können, gleich in die Unterstadt. Na egal. Hexameter. Das klingt an sich auch so ein bisschen holprig, muss ich sagen, dieses Hoch, Runter. Ich bin es nicht gewohnt, so zu reden. Ich werde jetzt auch nicht hier anfangen, das zu versuchen. Das tue ich mir nicht an, das tue ich euch auch nicht an. Unterstadt wollen wir. Haben wir den schon markiert? Nein, natürlich nicht. Gesucht in Ark. Genau.
Und dann wollen wir bitte... Gibt es nur Eingang Unterstadt oder gibt es auch andere Sachen? Nee, gibt nur Eingang Unterstadt. Schade. Wahrscheinlich, da hinten war die Tür zur Unterstadt, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Also eigentlich war der Wegweiser jetzt nicht nötig. Naja, gut. Hallo. Ich mag das Feeling in der Unterstadt. Ist schick hier. Bist du ein Kind? Hallo. Okay. Einen Obolus. Nein, lasst mich in Ruhe. Ich habe euch allen schon mal Geld gegeben, da bin ich mir ziemlich sicher. Würgler. Ich würde ja sehr lachen, wenn wir den mit einem Schlag töten würden. Papp, tot. Hexameter. Da muss ich noch ein bisschen üben, um das dann beim Spiel hinzubekommen. Habe ich auch vorher noch nie gehört. Auch Deutschunterricht oder so. Geht weiter. Hat man mal kurz mit Jommus und was weiß ich sich damit beschäftigt, aber ansonsten... Ihr seid Fremdländer, was? Ich wünschte, ich hätte auch... War da nicht viel und da habe ich auch nie drauf geachtet beim Gedichte aufsagen, wie bereits erwähnt. Aber wir wollen es ja richtig machen. Wenn das Gedicht dann am Hexameter vorgelesen wird, dann versuche ich wenigstens an den Hexameter ranzukommen. Einigermaßen. So, dann lernt man auch ein bisschen was fürs Leben. Ich glaube zwar nicht, es irgendwann noch einmal brauchen zu müssen, außer es kommt nochmal eine Textstelle in dem Hörspiel vor, wo ich ein Gedicht im Hexameter vortrage. Das war ja in der Zeit, in der auch dieses Hörspiel spielt, sehr üblich. Das ist ja... Herr Würgler, ich stecke fest. Es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, hier wieder rauszukommen. Also zwei eigentlich. Der Marsch des Propheten, da war was. Jetzt nicht bewegen. Der Marsch des Propheten, da war was. Nein, da war gar nichts. Hör auf zu fluchen, das macht man nicht. Was ich gerade erzählen wollte, ist, dass das Hörspiel nämlich, in der Welt von DSA spielt. Das schwarze Auge. In Aventurien, nur zu einer anderen Zeit. Nämlich vor Boss Barans Fall. Nämlich zur Zeit von Boss Baran. Komische Geräusche von draußen. Jetzt steht er da auch noch so blöd. Beim Arsch des Propheten. Oh oh. Nicht bewegen! Beim Marsch des Propheten, da war was! Und ich denke, das kann sich dann durchaus lohnen, sich so etwas mal anzuhören. Jetzt bleibt er schon wieder da stehen, oder? Du Nulpe! Moment mal, da ist wer. Beim Arsch des Propheten, da war was. Hi. Heilige Scheiße, dafür wirst du brennen, das schwöre ich dir. Sekunde. Ich kann erstmal wieder nicht... Klasse! Blitzpulver funktioniert auch nicht immer. Ah, was war das denn? Blitzpulvergeräusch einigermaßen. Oder Fertigkeiten-Einsetzgeräusch, aber das war's dann auch. Alle meine geilen Fertigkeiten funktionieren gerade nicht mehr richtig.
Oder das funktioniert nicht bei jedem. Wenn das Level vielleicht so hoch ist, dass da nicht irgendwas passiert. Wo willst du denn hin? Hier geht die Treppe hoch. Wir können, glaube ich, nochmal einen Kohl essen. Ah, sehr gut. Dreh mir nur den Rücken zu. Ich ragiere kurz. Nein, 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 nein. Das war letztendlich einfacher als erwartet. Ich hätte jetzt mit einem Kampf gerechnet. Nicht damit, dass ich ihn sofort töte. Also ich will mich jetzt nicht beschweren, also dass mal meine schurkischen Fähigkeiten einen Vorteil bringen, wie zum Beispiel, dass das gerade sehr einfach war. Da habe ich nichts zu sagen dagegen. Na gut. Aber wenn man dann das so hört, wie Leute, die spielen ja die Kampagne gerade, die heißt Diamanten und Despoten, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Diesmal etwas intriganter, das war in den anderen Hörspielen eher nicht so. Was sie nicht schlechter macht. Müssen nicht immer Intrigen sein. Ihr seid Abenteurer, oder? Ihr lenkt mich alle ab. Schon mal auf Melee? Ich kann nicht reden, wenn alle mit mir reden. Das hat mir mein Papa erzählt. Wo war ich denn jetzt? Etwas intrigant. Ach so, genau. Ist halt eine Kampagne, die sie gerade spielen. Und die vertonen sie dann in einem Hörspiel. So heben die sich dann das Ganze für längere Zeit auf, können dann durch das Hören das immer wieder erleben. Andere können es auch genießen. Und ich finde die Idee eigentlich klasse, sodass ich gerade am Überlegen bin, diese Tischrunde, die wir haben, wo ich momentan auch leite, vielleicht auch als Hörspiel zu machen. Ob wir das hinkriegen und ob das wirklich passiert, ist eine ganz, ganz andere Frage. Einen Obolus, der Herr wird es euch vergüten. Da muss man sich noch Gedanken drüber machen, weil da muss da, also, was heißt muss da, kann da nicht nur einer dran arbeiten. Da braucht man dann schon ein paar mehr Leute, vor allem als Sprecher und ganz besonders als Schreiberlinge. Denn ich krieg definitiv nicht alles Gesagte und Getane wieder zusammen. Da müssen alle dann da sitzen und sagen, was Phase ist, was wichtig ist, woran man sich erinnert und dann kann das in Textform gebracht werden und dann gesprochen. Fänd ihr schon cool. Ich mag ja unsere Runden. Das ist ein magisch geschütztes Brett? Okay. Seid mal still, der hat gerade. Ihr seid Kilene, richtig? Seid ihr vor dem Krieg geflohen? Geflohen ist das falsche Wort. Ich nenne es taktische Relokalisierung. Nur ein dummer Geschäftsmann würde inmitten eines Bürgerkriegs, der während dieses Karak-Barbaren auf unser Land zu Segen geführt wird, versuchen, Gewürze und Tücher an den Mann zu bringen. Ein sehr komischer Akzent. Was hält man in Kilee von den Gerüchten über den Tod der Lichtgeborenen? Nun, sie sind Blasphemie. Was denn sonst? Die Götter herrschen seit Jahrtausenden über Winn. Wer meint, man könne sie töten wie Karnickel, kann nur ein Narr sein. Naja, nicht ganz wie Karnickel, aber... Könnt ihr mir etwas mehr über diesen Bürgerkrieg erzählen? Wie genau ist es dazu gekommen? Nun ja, nach den Gerüchten über die Götter haben die Ratsmitglieder wohl gedacht, es sei der richtige Zeitpunkt für Machtkämpfe untereinander. Sehr dumm, wenn ihr mich fragt. Und sehr unwirtschaftlich. Ich bin früh genug mit meiner Familie geflohen. Aber dieser Schwachsinn hat viel zu viele ihr Leben gekostet. Viel zu viele. Schön. Lebt wohl. Vielleicht sollte ich jetzt auch nicht mehr so sprechen. Nein, da würde ich ja... Nee. Ich habe lang genug im Nerim gelebt, um nicht diesen Akzent zu haben. Denke ich. Gut.
Myradenturm. Wir müssen zum Myradenturm. Ich habe Bücher, Schrift. Könnten doch eigentlich noch. Alles für den Freund. Beschreitet wohl. Jetzt. Wie läuft das Geschäft? Wie nett von euch zu fragen. Im Grunde kann ich mich nicht beschweren. Die Kriege auf Kile und Kyra machen es natürlich schwerer, an Ware zu kommen. Ja. Aber trotzdem, das Geschäft läuft gut. Besser als früher auf jeden Fall. Was war früher? Ihr seid neugierig, wisst ihr das? Aber schön, ich bin in Plauderstimmung. Wieso also nicht? Ich war Vagabundin, wie man so schön sagt. Reisende Arkanistin. Klingt aufregend und ist es auch irgendwo. Aber natürlich nicht gerade komfortabel. Mhm. Das kann ich mir vorstellen. Wie kam es dazu? Ach, eine lange Geschichte. Wisst ihr, ich bin in einem Dorf in der Wüste aufgewachsen. Eigentlich ging es mir ziemlich gut dort, aber als ich meine Magiebegabung entdeckt hatte... Naja, sagen wir es so, es hat die Art und Weise geändert, wie die Leute mich behandelt haben. Selbst meine Eltern. Das war vermutlich auch einer der Gründe, warum ich, nachdem ich den Gang zum Wasser abgelegt habe, nicht mehr in mein Dorf zurückgekehrt bin. Ich wollte etwas von der Welt sehen, also habe ich meine 7 Sachen gepackt und bin gereist. Etwas waghalsig, ja, aber damals war mir das egal. Hm. Die Leute in eurem Dorf haben euch anders behandelt? Wie meint ihr das? Naja, ich wurde jetzt nicht direkt angefeindet, aber es waren einfach Kleinigkeiten. Blicke, Tuscheleien hinter meinem Rücken, das lastet auf Dauer ziemlich auf einem. Kann ich mir vorstellen. Aber wisst ihr, ich kann es ihnen eigentlich auch nicht übel nehmen. Gerade in den Dörfern ist doch Magiebegabung immer im selben Atemzug mit Wildmagie, Orbayas und niedergebrannten Dörfern zu hören. Und dann bin da plötzlich ich. Ein Mensch, den sie kennen und kann plötzlich Dinge tun und das, obwohl ich nicht einmal eine Eterna bin. Wie sollte das in ihr Weltbild passen? Sie können es ja fast nicht besser wissen. Tja, das stimmt. Wenn man in einem Dorf sowieso nicht viel sieht und erlebt, dann sind so ganz neue Sachen, die man eher immer misstrauisch gesehen hat und die für einen auch immer sehr fern waren. Doch beängstigend. Waghalsig ist gut. Hattet ihr denn keine Angst vor Banditen? Vatüren? Naja, ich bin Elementaristin. Und das eine oder andere Ass habe ich auch im Ärmel. Außerdem waren die Straßen früher noch viel sicherer. Die ganzen Banditen, die Vatüren. Das ist erst seit ein paar Jahren so. Warum auch immer. Roter Wahnsinn, Kriege und was weiß ich. Ihr habt also den Gang zum Wasser abgelegt? Wie war das? Puh, hart. Man hat uns klargemacht, dass wir am Scheideweg standen. Entweder wir lernen, die Magie zu kontrollieren, oder wir tun es eben nicht. Es war keine schöne Zeit, das kann ich euch sagen. Die Arkanisten waren ziemlich streng und man hat gelernt, selbstständiger zu werden, sich nicht zu fest an Menschen zu binden. Aber das ist ein sehr persönliches Thema. Ich würde es ungern weiter ausführen. Gut, eine Frage noch. Was ist mit denen passiert, die nicht gelernt haben, ihre Magie zu kontrollieren? Ich will nicht darüber reden. In Ordnung. Nichts Gutes also, Das klingt hart. Naja, es hat mich stärker gemacht. So ist die Welt eben. Aber ich bin vom Thema abgekommen. Wollt ihr etwas kaufen? Gerne. Aber immer doch. Ich finde das ziemlich cool. Das ist ja jetzt, glaube ich, keine questrelevante Gestalt hier. Und man hat die einfach zum Handeln angesprochen und dann hört man so eine lange, interessante Geschichte über die Person. Gefällt mir. Gefällt mir richtig gut. Das macht die Welt so richtig schön lebendig. Lob, Lob. Hier, Shu-AI, nehmt Lob, Lob. So, wir verkaufen jetzt den ganzen Schmarrn, den wir dabei haben. Dürfte er... Wir haben schon wieder einen Bohrer. Gibt's ja nicht. Gut. Oh Gott. Ich muss jetzt ständig gähnen.
Das ist, wenn man so lange nicht gut schlafen kann, dann gähnt man ständig. Wir haben ja auch die Schatzkarte. Wir gucken uns mal die Schatzkarte an. Hab ich schon mal angeguckt? Beschreitet wohl. Das ist bestimmt bei den Büchern Schatzkarte. Wollen wir mal gucken. Ja. Ne? Was zur Hölle ist das denn? Wir sehen das, glaube ich, falsch rum. Oder? Ist das hier der Fluss? Ist das der Tempel? Tolle Schwert. Kann man es irgendwie abfotografieren, ausdrucken, neben unsere Karte legen? Das wäre eine klasse Funktion. Da führt doch tatsächlich so ein Fluss oder irgendwie derartiges runter. Das ist so. Der hier. Der führt ja hier unten. Hier unten, hier oben. Da hinten lang. Und da ist ja auch der Sonnentempel. Das heißt, echt? Da müsste ja auch der Schatz sein. Nein! Das habe ich aus Versehen zweimal E gedrückt. Wo reisen wir denn jetzt hin? Standen da am Anfang. Hoffentlich nicht Flussheim. Um Himmels Willen, Entschuldigung. Sauerstoffmangel. Fenster ist doch offen. Nee, wir sind direkt vor den Toren von Ark. Nee, ich würde gerne zum Sonnentempel jetzt bellt. Ja, naja, egal. Wir ignorieren es einfach. Ich glaube, den hört man in der Aufnahme gar nicht. Ich bin mir da gerade gar nicht sicher, aber ich habe bei den ganzen Bearbeitungen jetzt nicht gehört. Vielleicht geht der mit der Rauschentfernung raus. Aber ich höre auch nicht so viel rein. Seit knapp 2 Jahren wird Endira, das kennen wir ja. Ah, im Jahr... Ja, das ist sowieso zu spät. Ja. Magister Milam sucht nach dir. Milam? Warum das? Weiß ich nicht genau. Aber ich glaube, es geht um den Folianten, den du transkribieren solltest. Wohin man schaut. Ach so, dann ist ja gut. Hast du eigentlich schon diese neue nirimesische Magierin gesehen? Pegast, oder wie sie heißt? Ich hab von ihr... Geht weiter. Das ist doch die Starkfrau, oder? Ja, sieht so aus. Aber sie kommt aus Ostian, so wie dieser Funkenschlag und der Kohlemann. Ganz ehrlich, ich weiß ja nicht, was ich von dem Ganzen halten soll. Wildmagier hier im Sonnentempel... Melfas segne Großmeister Arantial, aber wohin soll das nur führen? Ich weiß, was du meinst. Aber der Großmeister wird schon wissen, was er tut. Jetzt geh, bevor der Magister dich holen kommt. Ja, natürlich. Schreite wohl, Schwester. Wo geht denn der Immer Kopf hin? Förmlich. Ah, da bist du ja. Magister Milam sucht nach dir. Redet nochmal das Gleiche. Es wird nicht angezeigt, wo wir sind. Kann das sein? Ja, das macht es ja einfach. Nicht. Weiß ich nicht genau. Ich würde es ja hier verstecken. Hier ist Erde. Oh, hier guckt man auch so schnell hin, ne? Das ist ja gut. Hast du eigentlich schon diese neue nirimesische Magierin gesehen? Pegast, oder wie sie heißt. Hier oben ist ja auch nicht viel Platz. Da hinten? Nee. Ist das der... Nee. Ah! Ganz ehrlich... Ich weiß ja nicht, was ich von dem Ganzen... Ja, ich auch nicht. Ich weiß ja nicht, wo ich hier hin soll. Ah, guck mal. Das ist der Fluss, von dem ich geredet habe. Schätze ich mal. Und da kann man runter. Ah, da bist du ja. Ja, wie oft wollt ihr das denn noch wiederholen, Jungs? Mädels. Kommen wir da noch gar nicht hin? Wir kommen hier nirgendwo rein. Oh, ein neues Buch. Kommen wir über das Emporium vielleicht nach unten? Müsste doch irgendwo eine Treppe sein. Wo führt das hin? Kommen wir nirgendwo hin. Nee, nee. Gewölbe? Nö.
Mist. Na schön, ich glaube, die Suche brauchen wir nicht fortführen. Keine Ahnung, wo die Karte hinführt. Wir können ja auch nicht vernünftig gucken, wo wir gerade stehen. Aber es sieht mir schon mal so aus, wenn da der Tempel liegt. Arg. Dann wird das bestimmt unten sein, also weiter draußen. Dies ist heiliger Boden, Fremdländer. Ihr gehört nicht hierher. Ja, ich... Wie unfreundlich die ganze Zeit. Nicht nett. Merke ich mir alles. So, ich bräuchte jetzt einen Wegweiser. Das wäre durchaus und allzu freundlich. Sekunde. Kommen wir jetzt nicht? Was? Was? Wow! Klasse! Ich freue mich. Ich dachte, wir würden jetzt ganz woanders rauskommen. Gut möglich, dass jetzt der Schatz im Kasernenviertel ist. Weil wir mussten ja durch das Kasernenviertel hindurch, als wir mit Jesper hierhin sind. Und war da unten nicht der Trainingsplatz, den wir gerade gesehen haben? Ist doch gut möglich, oder? Ich habe das gerade so im Kopf. Genau, ist doch hier. Da müsste hier irgendwo der Schatz sein. Ich würde ihn ja verstecken. Kann man hier gucken? Ja. Und ich glaube, wir laufen gerade in die richtige Richtung. Hier ist der Sonnentempel. Richtung Fluss müssten wir jetzt laufen. Naja, gut. Vielleicht nicht ganz in die Richtung. Ist aber trotzdem schön hier hinten. Kann man ja auch mal sich antun. Etwas Umgebung genießen. Wow. Warum hängen hier überall Skelette? Warum ist hier eine Truhe mit Gold? Heute mal Jäger des verlorenen Schatzes. Nicht Jäger der verlorenen Elia. Führt den. Haha! Bam! Erkunden lohnt sich. Jedenfalls in diesem Spiel. Aber ansonsten hat man hier nur einen schönen Ausblick über die Stadt. Einen Schatz sehe ich aber noch nicht. Aber ist ja auch Sinn und Zweck der Sache bei einem versteckten Schatz, dass man ihn nicht gleich sieht. Sollte man jedenfalls meinen. So, wir werden jetzt mal nicht die Blumen hier klauen. Werden die, glaube ich, böse. Dann werden wir wieder angeschrien und finster angeguckt und mit Waffen bedroht. Hier irgendwo... Wenn nicht hier, dann irgendwo da unten. Aber dann müssten wir irgendwie anders dahin kommen. Springen geht nämlich nicht. Na gut, in der nächsten Folge geht dann gen Flussheim. Und von Flussheim dann zu den Novizen. Also nachdem wir die Kopfgeldjagd da gemacht haben, zu den Novizen. Und warum laufen wir eigentlich hier runter? Oben war doch ein Wegweiser. Da bin ich gespannt, welche Gefahren uns da begegnen. Ich bin ja eigentlich von den Fähigkeiten her ein Einzelgänger. Ein Dieb halt. Also,
Meine Fähigkeiten sind nicht gerade dafür da, mit zwei Trampeln durch die Gegend zu rennen. Hat man ja bei Jesper gesehen. Wobei der auch eine schöne Ablenkung bei dem Bären war. Ja. Magister Milam sucht nach Wie oft sucht er denn noch? Milam, warum das? Zeitschleife! Um Himmels Willen, tut doch jemand was! Es geht um den Folianten, den du transkribieren solltest. Na gut. Hier ist der Wegweiser. Ich werde ihn dann benutzen, bevor ich die Folge beginne. Dann spart ihr euch den Ladebildschirm. Da tue ich euch den Gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.